weil ich habe, ja, jetzt geht's neues Video auf dem Weg nach Pattaya von Bangkok. Diesmal mit Bolt Taxi, ja, und dann geht's in Pattaya weiter. Denk mal, gute 2 Stunden sind wir in Pattaya. Ja, so bin ich mit Bolt nach Pattaya gekommen. Ja, sagen sie 880 Baht das Taxi. Wenn man drin sitzt, sagt er ja 1100. Ja, insgesamt dann 1200. Also die Preise Langstrecke bei Bolt, die kann man nicht für wahrnehmen. Da wollen die immer mehr haben. Ja, jetzt bin ich hier in Pattaya im Bangkok Hospital. Ich habe immer meinen Schnupfen noch. War ja letztens in Udon beim Arzt und ist immer noch nicht weg. Da lasse ich mich hier in Pattaya mal richtig durchschrecken. Ja, auch wenn es ein bisschen teurer ist. Hauptsache, es wird besser. Ja, jetzt bin ich hier nochmal im Bangkok Hospital zum Check, weil mein Schnupfen nicht besser wurde. Hat man noch einen Covid-Test gemacht. Ja, der Preis von mir und in Udon waren 1700 Baht. Hier waren jetzt 1800 Baht plus 1000 Baht ein Covid-Test. Ja. Covid-Test negativ, es ist eine starke Grippe. Und ich habe schon gedacht, ich hätte mir vielleicht doch Covid geholt. Also kann ich auch gleich auf der Piste gehen und noch mehr Videos machen. Nur ein kleiner Zwischenbericht. Ja, wenn viele sagen, das hätte auch ein kleiner Arzt gemacht. Also jetzt bin ich also sicher, dass ich also kein Covid habe. Weil 6 Tage nehme ich schon die Tabletten und das passiert nichts. Ja, jetzt kriege ich meine Tabletten und dann gehe ich erstmal mein Motorrad holen. Ja, wieder mal im Bolt-Taxi. Die spinnen ein bisschen hier. Mit der Standortangabe stehe hier am Krankenhaus und dann will mich abholen lassen, fahren sie zum Mikro. Ja, zeigt der Standort Mikro an. Also irgendwie scheint hier ein bisschen der Wurm drin zu sein. Beim Internet oder bei dem GPS, das habe ich vorher noch nie gehabt. Naja, auf jetzt irgendwann mal zum Kondo und erstmal Koffer auspacken. Ja, bin ich heute mal zum Abendessen ins Berliner Bistro gefahren. Hatte vorher angerufen, weil heute ist Ententag und dann habt ihr noch eine Ente. Da sagte die Kundin, ja, sie hat noch eine. Da sag ich, halt fest, ich komme nachher vorbei. So. Und die Berliner Bistro, genau wie vor früheren Jahren, immer besucht. Die haben immer Gäste. Gute haben auch gute Fest. Ja, warten wir mal, bis der Ente kommt. Ja, doch, und jetzt gibt es erstmal eine schöne halbe Ente. Mit Schluck Bier dabei. Ja, sag ich mal, danke. Ja, und dann sag ich mal Prost. Ja, immer wieder Berliner Bistro. Ja, so habe ich die letzte halbe Ente verdrückt im Berliner Bistro, die sie noch hatten. War nicht mehr ganz so saftig, ist gut. Die brachen die Mittags, ist spät abends. Aber trotzdem noch gut. Ja, Berliner Bistro. Kann man immer mal besuchen. Schöne Speisekarte haben sie. Sehr abwechslungsreich. Ja, und jetzt mache ich mich mal so langsam auf den Heimweg. Bin doch heute schon seit 5 Uhr auf. Und von Udon nach Bangkok, Bangkok rum, da und da. Und jetzt Pattaya. Beende ich mal dieses Video. Allzu viel ist auch nicht los. Hier drüben waren wir auch mal essen, da hatten wir ein schönes Buffet gehabt. Das ist auch alles Tote, da war ich mit dem Rainer. Da hatten sie Essen, so viel man wollte, ich weiß nicht wie viel. Aber Rinderfilet war nicht billig, aber es war gut. Aber es ist nun mal Nebensaison und es ist nicht viel los. Massagen, ja. So, dann werde ich dieses Video mal beschließen. Es kommen noch einige vom Pattaya. Ja, und dann sage ich mal Tschüss. Bis zum nächsten Video. Und wenn euch das so gefällt, was ich mache, gebt mir ein Like. Abonniert den Kanal. Und dann nochmal Tschüss aus Pattaya.